Zuletzt bei Dark Corners of the Earth. Lots of old storage boxes. Nothing useful. Wäre lustig, hier noch ein paar Waffen zu finden. Spread out! Weil jeder hat hier anscheinend Angst. Player Unknown's Battleground. Überall gibt's Waffen, nur nicht da, wo ich bin. So, hier kommt er nicht rein. Okay, keine Waffen, keine Waffen, keine Waffen. Yeah. Okay. A pistol and a shotgun, at last. The garage on the main street holds an old automobile. It should be able to get us clear of town. If we can just make it through the patrols, we'll take them. Lead the way, Jack. What the hell was that? There's something down there. So. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. The doors are locked. You won't be able to get in that way. Ja, danke sehr. Zur fünften Episode Dark Corners of the Earth hier bei den Rough Nerds. Wir sitzen jetzt mit Brian Burnham, den wir gerade aus dem Gefängnis geholt haben und uns hier so ein bisschen die Gegend freigeschossen haben vor der Garage, in der der Wagen ist, mit dem wir wegfahren wollen. Leider kommen wir nicht rein und brauchen deshalb einen anderen Zugang. Come on, Jack! We need to get off the streets! Ja, wir müssen von der Straße runter. Ihr seht, hier ist Chaos hoch 3. Ich weiß gar nicht, warum hier überhaupt alles, warum der Wagen da brennt. Das ist völlig irgendwie erklärt worden. Hier hinten geht noch eine Straße weiter rum, die ist aber dicht. Da habe ich zuerst gedacht, da müssen wir uns bestimmt durchschießen. Müssen wir aber gar nicht, sondern wir sollen hier runtergehen. Und hier sind wir letztes Mal schon kurz gewesen, hier gab es irgendwie ein Blutbad. Und ist was reingeschrieben? Nee. Und der Zugang hier ist dicht gemacht worden. Und ich bin mir jetzt. Streets have no cover, Jack. Genau. We'll get caught. Nice work, Jack. So, wir wollen nur mal hoffen, dass hier irgendwer auf uns lauert. Da können wir nochmal abspeichern. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Ich glaube, das ist mehr, wenn man sich sozusagen durch die Straße durchgekämpft hat. Kann es passieren, dass man gar nicht. An dem anderen Raum vorbeikommt und deswegen. An diesem anderen Symbol, wo wir gerade eben gespeichert haben. Deswegen ist ja wohl noch so ein Speichersymbol. Da liegt irgendwas. This place has given me the creeps. Ein alter Rattenburger. The rotting corpse of a rat. I suppose it might come in you. I suppose it could be. Newsfeuer da gerade. Habe ich den jetzt mitgenommen? Nicht im Ernst. Krass. Oh, let's not linger here, Jack. Kann ich die alle noch mitnehmen hier? I think one dead rat is enough for anyone. Ja, wahrscheinlich. So, ich hoffe, man hört es. Der Herzschlag geht schon wieder höher. Fragt sich, wer frisst hier die ganzen Ratten an und isst sie dann doch nicht auf? Sind die gehäutet? Ja, haben sie einen Schwanz und den Kopf dran abgerissen. Let's get out of here quickly. Ja, ist auch nicht so. There's something wrong down here. Something very wrong. Okay, hier stimmt los. Dann wird durchgeschnitten. Hier ist niemand. Ich finde es ja gut, wie sie. Oh, the stench here is sickening. Wie sie. Smacks of more than just sewage. Zurückhalten, nachdem er jetzt schon ein so ein Monster gesehen hatte, nämlich diese Mutter. Die ja noch vielleicht ein bisschen anders aussieht als die anderen, aber wie sie sich immer noch zurückhalten und etwas Außergewöhnliches oder Übersinnliches eben besonders halten. Jetzt müssen wir hier leise sein, weil wir den. Ich weiß nicht, ob hier oben ist. Oh, Mackie. Bravo, Jack. Congratulations on your new promotion to Innsmouth's enemy number one. Shut your trap, Mackie. You're not a factory inspector. Who do you work for? Okay, detective. I'll come clean.
I'm an undercover agent for the United States Treasury Department. We've been working closely with the FBI on a secret investigation of Innsmouth. I'm the inside man. Really? What have you been able to find out? The Innsmouth look, Jack. It's at the heart of the problems in this town. More than half the population must be infected by now. The spreading of that contagion, or whatever the hell you want to call it, is the key. I just know it. This is all very interesting, fellas, but we gotta get out of Innsmouth with Ruth. She's waiting for us at some old fishing cannery, just past the station to Rowley. Listen, Jack, there are some agents watching the road not far past that spot. If you can make it there, you'll be safely picked up. I need you to do something for me. You can do it while I get this thing started. When they arrested me, they took a brooch I was carrying. It belonged to Ruth. It carries her picture inside. I won't leave it behind. Na klar. Are you crazy? We don't have time for this. They'll be holding it in the jail office safe. I don't know the combination. I overheard Ropes talking to one of the other guards. He said something about an important date. And someone called Captain Obed Marsh. If you want to get in through the back door, just knock, and I'll open it for you. Ja, super. Kann ich hier noch irgendwo... The government must have known about Innsmouth for a long time. Why the sudden interest? A few years back, some new hotshot was made head of the FBI. His name's Hoover. He's on a personal mission to wipe crime from this country. He's a good agent. Just don't tell him any jokes. Ja, wenn man einen Film sehen will, Edgar J. Hoover mit Leonardo DiCaprio ist durchaus unterhaltsam. So, Munition, Erste-Hilfe-Kästen. Anscheinend steht uns hier noch was bevor. Kann ich denn hier lange raus? Okay. Da, wo wir nachher anscheinend rausfahren. Okay, also zurück ins Gefängnis. Nicht, dass er da hätte vorher dran denken können, der Idiot. Und wozu ist jetzt hier dieses... Wozu ist diese Ratte? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die... Oh! Alter Falter, mir schreckt. Oh. Ja. I think one dead rat is enough for anyone. Alter, Alter, mal kurz ein kleiner Schockmoment. Das war wieder Ramona. Ich tippe mal, das ist einfach nur seine Wahnvorstellungen, die sich jetzt immer mehr manifestieren. So, mal hoffen, dass hier oben... Freigeräumt hatten wir ja schon, das war die Geschichte mit dem Bug. Wer das... Okay. Also sie sagten, jetzt ist ein Datum. Ich denke mal, das wird dieses 1864 sein. Das Jahr, in dem hier in Innsmouth der Kult das übernommen hat. Okay. 1801. 8. 4. 6. Muss ich andersrum drehen? Falsch.
I must have got some. That's not. Triggert er das erst, wenn ich das nochmal durchgelesen habe? Hat das nicht 18, 4, 6? Ja, 18, 4, 6. 23. Juli. Das sind ja meistens vierstellige Zahlen gewesen. 1, 8, 4, 6. Habe ich das falsch gemacht? Ohne es zu merken. I must have made a. Ja, irgendwann muss ich ja anscheinend ganz groß falsch machen. I must have got something wrong. I must have made a mistake. This must be Ruth's brooch. Gut, also andersrum. All the desk drawers are locked. Some will be for lynching. Marsh learns a prisoner has escaped. Yeah, that one's not. Can't bother. So, ich geh nochmal zu dem Verrückten hier. Why are you in here, Henry? Cthulhu Fatong. Cthulhu? Henry, talk to me. What do you know of Cthulhu? Ah, warte mal. Hier, da kommt mir doch eine Idee. Look, Henry. The rats are dead. There are no rats on the walls. Jesus, oh, no. Shit. Stop it, you crazy bastard. Rats in the Walls ist übrigens auch eine Geschichte von Howard Phillips Lovecraft gewesen. Eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Have you seen the sacrifice? I ain't seen any trace of nothing. Just kidding. Okay, Schlüssel. Kann ich hier nicht aufschließen? Ist die Leiche weg. Magischerweise verschwunden. Okay. Wieso kann ich den jetzt nicht aufschließen? Jetzt an. Endlich, jetzt kommen wir auch in diesen Zettel an. The lunatic dropped a piece of paper. Und was stand wieder auf dem Stück Papier? Schwur von Dagon. Ah, jetzt kriegen wir heraus, was die Schwüre sind. Die Auflage für alle Schwüre. Ihr Dagon, ich unterwerfe mich dem esoterischen Orden von Dagon. Ich traue mich nicht, diese Schwüre weiter vorzulesen, weil ich möchte ja keinen Schwur auf Dagon ablesen. Also, wem das zu kurz ist, der muss auf Pause drücken. Wenn das zu lange dauert, der spult halt vor. Okay, der dritte Schwur ist der Schwur, den der Thomas Waits abgelegt hatte, der Vater von Ramona. Aber das war, glaube ich, schon relativ klar geworden. Jetzt versuche ich
hier durchzugehen, weil mir Brian gesagt hat, ich könnte. Ich könnte einfach an die Tür klopfen. Stop where you are! Say hello to my little friend. Ich hätte bestimmt in der Pfeife auch irgendwie die Leute auf besserem Wege da wegnehmen können, aber ich speichere jetzt hier ab, weil ich zu viel Angst habe, dass es noch zu Abstürzen kommen könnte, von daher. Brian, it's me. Open up. I'm still not done with the car yet, Jack. Ja, lass dir ruhig Zeit, ist ja gar kein Problem. Ich gehe in der Zwischenzeit hier oben nochmal, ob es noch irgendwie ein bisschen was gibt. It's blocked. So. I can't go. Hier ist noch eine Tür. It won't open. Achso, ich muss ihm das mit der Junge noch geben. Here it is. Thanks, Jack. Ruth would have been heartbroken if I'd lost it. I'll be done in just a second. Hold on. I'm finished. Get in the back. I know the way. In the back? Kann ich nicht vorne bei dir sitzen? Jack, I think I saw some ammo in the back of the truck. We'll need it. So, und jetzt kommt nämlich ein Problem. Jetzt kommt eine Sequenz, die, wenn ich mich recht entsinne, mindestens genauso schwierig wie die Flucht aus dem Hotel ist. Get us out of here! Hold on, Jack! To what? Whoa! So, jetzt kommt nämlich so eine Art, Get ready, Jack! I see him. Step on him. Look at the car! They're coming this way! Shit! Jeez, Brian, watch the road! So, das Problem ist, ich weiß jetzt immer nicht, von wo die Leute gleich schießen. Seht, wie relativ knifflig das Ganze ist. Wenn es grau wird, heißt es immer schon, es wird lange nass. Was zum? Nein, hier. Pomona. Oh Gott. Klar, die treffen mich. Hey Jack, you better check this out. We can't get past. Just force your way. Ah ja, die Straßensperre. Wir machen den Weg frei. Not sponsored. Oh, fuck. Oh, ja. Elena.
Ich bin auch an jeder Stelle fast verletzt, an der man verletzt sein kann. Oh, wir sind noch nicht durch. Das ist aber auch eine lange Now, Jack! The old fishing cannery is just around the corner. Hurry up! But it's swarming with the order. Just find Ruth. I'll meet you at the other side. Boah, gut, okay, so weit, so gut. Ich glaube, es ist jetzt, genau, jetzt gibt es hier so einen Zwischenspeicher. Ist hier noch Munition mehr drin? Da ist noch Munition. Nee, es ist ein Revolver. Spread him! Outsider, show yourself! Outsider! Okay. Gut, also ich soll jetzt Ruth abholen. Hold it! Stop before, Outsider! Schön wäre ja auch, wenn ich Munition von denen wiederbekommen könnte. Ich bin jetzt am Hafen anscheinend. Da sind die Pistolen hier. Muss ich hier oben irgendwie runter? Nee. Gut, bin vollständig geheilt. Jetzt hab ich da noch einen Revolver gehabt. Habe ich keine Munition mehr für. Ich habe hier schon so eine Munitionstrommel, Maschinenpistolenmagazin. Gibt es also anscheinend auch noch. Hier habe ich jetzt 5 Schuss drin, das ist mir irgendwie gerade lieber als die Schrotflinte. Aber ich versuche hier erstmal wieder da rumzukommen. Wie sind die denn? Das Ding ist, ich meine, hier respawnen immer ganz schnell neue Leute, die dann von irgendwo aus irgendeiner Ecke kommen, in die man nicht rein kann selber. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht um die Kurve. Ich glaube, der dreht unten seine Runde. Oder Zigaretten. Ich kann die Patrouille gerade. Okay, ist das diese? Nee, das ist ein anderer Raum. Muss ja jetzt hier über sein. Das ist keine Empore. Ah, da kommt jemand. Okay, aber ruhig bleiben. Oben sind 2. Sind auch noch welche drin? Was ist denn hier alles los? Durchzwängen müssen, oder? Obwohl, hier scheint ja alles ruhig zu sein.
könnte jetzt noch der Raum sein, wo Ruth war. Da ist ein Schlüsselbund. Munition. Das ist wirklich ein bisschen wie eine Bait. Seht ihr sie? Nee, ne? Seht ihr sie? Jack, I'm up here! Oh. Ruth, what the hell are you doing up there? I must have been followed. They stormed inside just moments ago. There was gunfire outside. I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked and this ledge isn't gonna hold for much longer. I don't want to die, Jack. Help me! Keep back! I'll figure something out. I can hear something. Oh, nine. Search! Fight him! Spread out! Spread it out! Search, outsider! Show yourself! Get yourself killed! Man schießt auch total vorbei, wenn man das so macht, aus der Hüfte heraus. Oh, der hat das Gesicht gesehen? Oh, okay. Gut. Yippie. Look everywhere! Gut, wir gehen mal schnell durch. Na, Freunde? Outsiders, show yourself! I thought I heard something! Look everywhere! So. Der Trick ist, schneller zu schießen, als die reagieren können. Holy! Wow! Okay. Der Trick ist vielleicht doch kein so guter Trick. Hier draußen hat aber gut funktioniert. Das wiederholen wir nochmal. Waffe nehmen. Search everywhere. Outsider. Wenn man euch jetzt looten könnte, das wäre so schön. Gehe ich dann doch nochmal die anderen beiden Wege lang. Vielleicht ist da noch irgendwas gewesen, womit ich mich hier so ein bisschen besser zurechtfinden kann. Hier ist die Patrouille gleich noch. Da oben zwei, aber die müsste ich von hier aus angreifen, dann kommen die Eier ja nach. Also ich gehe jetzt erstmal in den Raum rein, guck mal, ob ich mich in dem Raum irgendwie verbarrikadieren kann. Wieso knarscht das hier so? Da ist ein Kühlraum. Munition. Okay, der hat eine Thompson Submachine Gun, das was ich gerade gehört habe. Ist der zuerst tot? I heard something.
Das sind nicht die Druiden, die er sucht. Ja! Okay. Was war das Geknatsche, was ich gerade eben gehört habe? Sehr schön. Thompson Submachine Gun. Okay, mit der sollte ich auch gegen die größere Anzahl von Leuten, glaube ich, eher schon. Kurz mal schauen, wie viel Munition habe ich noch für die. Was ist das denn jetzt für Munition? Gewehrmagazin. 36er. Okay, für einen Revolver habe ich über 30 Schuss. Shit. Geh rein, Tür schließen. Kein Vorhängeschloss. Mehr Munition. Das! Oh, habt ihr es gesehen? Speichern. Hier sind wir safe. Tür wahrscheinlich, oder? It's locked. Das ist irgendwie vorher ein Schloss, aber. Nee. Von der anderen Seite die Tür ist. Nee. Er atmet schon wieder schwer, deswegen heile ich ihn erstmal. Oh. Achso, weil ich den Schlüssel dann kriege. Okay. Also ich hole den Schlüssel, renne zurück, versuche da hochzukommen. Okay, erstmal. Ich kann nicht versuchen, von hier aus irgendwie hochzukommen. Das wäre ja auch ziemlich schwachsinnig. Ah, ist noch. Erste Hilfe-Kit. Nee, hier komme ich nicht wohl an. Okay. Schlüssel holen und dann wahrscheinlich wieder zurück. Thompson Submachine Gun. Jack, I'm up here. Ruth, what the hell are you doing up there? I must have been followed. They stormed inside just moments ago. There was gunfire outside. I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked, and this ledge isn't gonna hold for much longer. I don't wanna die, Jack. Help me! Keep back! I'll figure something out. I can hear something. Mm-hmm. Spread out! These mountains, spread out! Friends here! Outsiders, show yourself! Show them yourself! Search the area! Search everywhere! Okay, so klappt's nicht.
kurz ein bisschen die Orientierung. Das ist ja die andere Seite der Halle. Da habe ich ja auch so keinen anderen Zugang dazu. Da hochhüpfen? Kann ich von hier aus hier runter? What are you doing up there? I must have been followed. They stormed inside just moments ago. There was gunfire outside. I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked and this ledge isn't gonna hold for much longer. I don't want to die, Jack. Help me! Keep back! I'll figure something out. I can hear something. Spread out! He's around here somewhere. Spread out! Run! Outsider, show yourself! Show yourself! Show yourself! Set! Let me walk! Spread out! Spread out! Come here! Come here! Come here! Come here! You bastard! Nicht schön? Aber funktionabel. Ich habe noch nie gesehen, dass die geklettert haben, dass die gecrouched haben. Von daher hoffe ich mal, dass das funktioniert. Oh, das war die falsche Richtung. Aber ich glaube, das ist jetzt. Aber das ist doch jetzt die Richtung, aus der wir hier aus dem zweiten Stockwerk gerade eben zugange waren. Die Thompson macht ganz schön viel Rauch und kann da gar nicht so gucken bei abspeichern. Juhu. Okay. It's unlocked. Jawohl. Hier im ersten Stock. Wie, wenn ich sie jetzt hören kann, können sie dich doch auch hören, Mädel. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter. Folgen wir mal den eindeutigsten. Wegen. Ah. Dauert jetzt einen Augenblick länger, befürchte ich. Just swell. I hate heights. Ja. Wenn er runter guckt, wird jetzt auch sofort, ne? Seht ihr das? Also immer schön hochgucken. Also die laufen alle auf der linken Seite. Also kletter ich auch mal auf der linken Seite. Please help me! Sollen die jetzt auf mich schießen, muss ich halt anfangen zu rennen. Mist, scheiße. Rechts ist der Balken nämlich gleich noch da. There's not much time. Zu meiner Entschuldigung, das ist eigentlich Assassin's Creed. So. Ich könnte jetzt rennen, aber hören Sie mich. Oder sehen Sie mich. Ja,
runtergucken. Finde ich geil, dass sie das so hingekriegt haben. Das kann ja alles passieren. Ich muss ja nur gerade ausgehen. Ah, okay, ich kann auch schwanken anscheinend. I can feel it moving. Help me! Ich fühle, wie es sich bewegt. Worum geht's dir hier gerade? Help me, Jack! Hat sie das gerade wirklich so gesagt? Not much time. Irgendwas ist da komisches, oder? Help me, Jack! Jawohl! Help me! Oh. Ich bin gleich bei dir. Ich muss nur erstmal den. It's about to collapse! Come on, sweetheart. Brian's meeting us out back. I'll never be able to make it across the rafters. You'll have to get that door open. Ich habe einen Schlüssel mit. The padlock's old and rusted. There's not much time! Let's get the hell out of here. Lead the way. Ja, das war knapp. Hat die Flecken an den Beinen oder ist das eine Strumpfhose? Schön, dass wir die erste Hilfeversorgung wieder auffrischen. Come on, Ruth. Hurry the hell up. There's a bridge out of town not far from here. Just hold on. So, das soll es gewesen sein für heute. Beim nächsten Mal erfahrt ihr dann, wer diese netten Herren waren, die da gerade durch die Gegend geschossen haben, als unser Wagen umgefallen ist. Ihr lernt den damaligen Boss des FBI kennen und erfahrt, wie es weitergeht mit der Geschichte um Innsmouth. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.